Hallo liebe Freunde, in diesem Video geht es darum, was zu tun ist, wenn das USB-Laufwerk nicht funktioniert. Ich möchte darauf hinweisen, dass die damit verbundenen Probleme und Methoden zu ihrer Lösung auch für Speicherkarten und externe Festplatten relevant sind. Wie die Praxis zeigt, gibt es so viele verschiedene Gründe, die Sie zu diesem Problem führen können. Auf einem PC funktioniert beispielsweise alles einwandfrei, aber andere Geräte, Fernseher, Audio, Autoradio, Kamera oder Videorekorder, DVR und so weiter können Ihr USB-Laufwerk nicht infizieren. Das Laufwerk wurde mit Viren und so weiter infiziert. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Stellen Sie zunächst eine Situation vor, in der ein USB-Laufwerk beim Arbeiten mit einem Computer keine Probleme verursacht. Diese tritt jedoch auf, wenn das Laufwerk an andere Geräte, an ein Fernsehgerät, ein Autoradio und so weiter angeschlossen ist. Das Gerät erkennt beispielsweise Ihr USB-Laufwerk nicht. Der erste mögliche Grund ist ein inkompatibles USB-Laufwerksformat. Die meisten Geräte unterstützen nur das FAT-Dateisystem FAT16, FAT32 oder viel seltener XFAT. Wenn Ihr USB-Laufwerk über ein NTVS-Dateisystem verfügt, schlagen Sie alle Verbindungsversuche mit dem Gerät fehl. Die Lösung für dieses Problem ist ganz einfach. Sie müssen lediglich das USB-Laufwerk an den Computer anschließen und es im FAT-System formatieren. Wenn das USB-Laufwerk wichtige Dateien enthält, erstellen Sie eine Kopie davon auf dem Computer. Danach gehen wir in den Explorer, klicken mit der rechten Maustaste auf den USB-Stick und klicken auf Formatieren. Wählen Sie als nächstes das gewünschte Dateisystem, zum Beispiel FAT32, wählen Sie Schnellformatierung und klicken Sie auf Start. Wir sehen ein Warnfenster, dass alle Daten zerstört werden. Klicken Sie auf OK und warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist. Kopieren Sie anschließend die benötigten Dateien auf das USB-Laufwerk und schließen Sie es an das Gerät an. Der zweite mögliche Grund ist, dass der USB-Speicherstick zu groß ist. Fast alle Geräte haben Beschränkungen hinsichtlich der maximalen Größe des Laufwerks, mit dem Sie arbeiten können. Für verschiedene Geräte ist dies eine eigene spezifische Größe, zum Beispiel 4, 8, 16 GB und so weiter. Wenn Sie ein größeres USB-Laufwerk als dieses haben, kann das Gerät es einfach nicht ermitteln. In diesem Fall können Sie ein kleineres USB-Laufwerk anschließen oder, falls dies nicht möglich ist, keine Partition auf dem großen USB-Laufwerk mit der für Ihr Gerät optimalen Speichergröße erstellen. Gehen Sie dazu als Administrator in die Kommandozeile, geben Sie den Befehl Diskpart und Disklist ein. Wir sehen eine Liste aller Laufwerke, die an den Computer angestoßen sind. Mein USB-Laufwerk ist mit SOAP gekennzeichnet. Vergewissern Sie sich vor dem Fortfahren, dass sich keine wichtigen Daten auf dem USB-Stick befinden, da diese gelöscht werden. Geben Sie anschließend den Befehl Selectlist ein, überprüfen Sie sorgfältig die Richtigkeit der eingegebenen USB-Laufwerksnummer, da Sie falsche Laufwerke löschen können, und geben Sie dann den Befehl Clean ein. Geben Sie als nächstes Create Partition Primary, das heißt eine Partition erstellen, ein und geben Sie die Größe in Megabyte, zum Beispiel 2000 Megabyte, mit dem Befehl Size gleich 2000 ein. Geben Sie Select Partition 1 ein, wählen Sie diese Partition aus, als nächstes formatieren Sie das USB-Laufwerk in dem von Ihnen benötigten Format, zum Beispiel in FAT32, mit dem Befehl Format FS
Ja, ich fahre 32 Weg. Weisen Sie einen USB-Laufwerkbuchstaben zu, geben Sie Buchstaben zuweisen gleich X ein. Sie können jedoch nicht belegten Buchstaben auswählen und beenden Sie Dixpark mit dem Befehl Exit. Schließen Sie danach die Befehlszeile und stellen Sie sicher, dass mein 16 GB Laufwerk 2 GB groß ist. Jetzt müssen Sie nur noch die Daten auf den USB-Stick kopieren und an das Gerät anschließen. Und der dritte mögliche Grund ist, dass sich der USB-Anschluss am Autoradio, Fernseher und so weiter befindet. Es hat Probleme mit der Arbeitskapazität oder es handelt sich um einen Service, wenn sich mehrere auf dem Gerät befinden. Die Lösung für dieses Problem besteht darin, das USB-Laufwerk an einen anderen Anschluss anzuschließen oder sich an Repair zu wenden. Die folgenden möglichen Probleme mit dem USB-Laufwerk sind Viren, die es infizieren. Sie hören beispielsweise problemlos Musik im Autoradio oder sehen Filme auf einem Fernseher von einem USB-Laufwerk aus. Auf Ihrem Computer gibt das Virenschutzprogramm jedoch den Fehler aus, dass das USB-Laufwerk infiziert ist. Wenn Sie kein Virenschutzprogramm haben, werden die Daten nicht angezeigt oder der PC erkennt das USB-Laufwerk überhaupt nicht. In meinem Fall sieht der PC, dass sich Daten auf dem USB-Stick befinden, diese werden jedoch nicht angezeigt. Die Lösung für dieses Problem besteht darin, Viren mit Hilfe von Antivirenprogrammen zu entfernen oder die Partitionstabelle des USB-Laufwerks mit dem Befehl Clean und dem Tool Dispark vollständig zu bereinigen, wie oben erläutert. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Ursache für die Inoperabilität des USB-Laufwerks verschiedene physikalische Probleme sowohl des USB-Laufwerks selbst als auch des PCs sein können, an dem dieses USB-Laufwerk angeschlossen ist. Beispielsweise ist der Anschluss am Computer defekt. Auf dem Desktop-PC funktionieren die Anschlüsse an der Vorderseite häufig nicht mehr. Versuchen Sie in diesem Fall das USB-Laufwerk an einen anderen Anschluss oder Computer anzuschließen. Wenn das USB-Laufwerk auch nicht funktioniert und keine der in diesem Video und im vorherigen Video aufgeführten Methoden zur Lösung des Problems hilfreich war, ist das USB-Laufwerk höchstwahrscheinlich aufgrund von Hardware oder mechanischen Schäden kaputt gegangen und kann nur durch Reparatur wieder funktionsfähig gemacht werden. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, abonnieren Sie den Kanal. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Viel Glück!